Oh, hey, hallo du. Ja, es hat sich herausgestellt, dass das mit dem Geschlecht komplizierter ist, als wir gestern besprochen haben, okay? Komm bitte in mein Büro, damit wir die Sache klären können. Okay, danke, okay. Oh Gott, ich habe so viel Hausarbeiten. Sicher, warum nicht? Ich habe Tittenbilder. Komm und hol sie dir. Eindringlinge kriegen auf die Fresse. Hier, Pussy Pussy! Bereit? Wow, wow! Okay, geschafft! Kann ich von Nutzen sein? Recht schaffen. Bitte schön. Wenn du das Tweet gibst, dann sag ihm doch mal, dass man keine Bedingungen zu stellen hat, wenn man jemanden sitzen lässt. Willkommen im Café Tweak. Was kann ich für dich tun? Oh, wird er jetzt endlich vernünftig, hä? Schön! Hier ist ein blöder Laptop! Oh, hallo, du bist neu, stimmt's? Ich merke, wie sehr du dich bemühst, meinen Sohn und seinen Freund wieder zusammenzubringen. Das weiß ich sehr zu schätzen. Ein schwuler Sohn ist sehr gut fürs Kaffeegeschäft. Ich glaube, sie müssten nur mal zur Paartherapie gehen. Könntest du das Craig geben? Gemeinsam können wir ihnen vielleicht helfen. Was sagt mein Vater? Macht er sich Sorgen? Hast du unsere Saisonkarte gesehen? So gut wie denn... Durch den Selbstjustizler haben wir was, an das wir glauben können. Komm jederzeit vorbei. Wir sind immer hier. Wo ist er? Paartherapie? Ich soll mit Tweak eine Therapie machen? Niemals. Sag ihm, ich mach das nur, wenn du auch mitkommst. Ich brauche Freunde um mich. Willkommen im Café Tweak. Was kann ich für dich tun? Was ist das? Paartherapie? Craig!
Verarschst du mich? Gut, okay, ich mach's. Nur wenn du dabei bist. Bei dir scheint er offenbar vernünftig zu sein. Greg hat mir seinen Laptop geliehen, als meiner kaputt war. Ich hab ihn nicht mal gebeten. Ist es Zeit für Blitzkrieg? Willkommen im Café Tweak. Was kann ich für dich tun? Greg hat mir seinen Laptop geliehen, als meiner kaputt war. Ich hab ihn nicht mal gebeten. Was sagt mein Vater? Macht er sich Sorgen? Erwähne uns doch vielleicht nächstes Mal, wenn du im Fernsehen bist. Nein, das geht nicht. Nicht bevor Tweak und Craig sich wieder vertragen. Es ist echt super von dir, dass du den Jungs beistehst. Ist es Zeit für Blitzkrieg? Bau keine Bruchlandung! Wir sehen uns. Asservatenkammerparty, wenn der Selbstjustizler einsetzt. Was bist du denn, ein New Yorker Moderedakteur? Geh schon durch. Hey, kleiner Verbrecherschreck, du bist wieder da? Ich hab da was, das dich interessieren könnte. Wie sich herausgestellt hat, ist der Abschaum von gestern nur eine ganz kleine Nummer. Der echte Oberboss muss irgendwo hier sein. Auf deinem Handy, das ich in der Hand halte. Danke, dass ich dein Handy dafür haben durfte. Er versteckt sich in der riesigen Villa, die er mit Blutgeld gekauft hat, dieser Penner. Das ist eine ganz andere Nummer, Verbrecherschreck. Sein Haus ist eine Festung. Jedes Fenster und jede Tür ist mit einem Hightech-Sicherheitssystem verbunden. Du brauchst das. Hiermit kannst du sein Sicherheitssystem hacken, um dich reinzuschleichen. Viel Glück, kleiner Held. Der Selbstjustizler verdirbt einem den Spaß am Vollzug!
meine Eltern waren gestern bis 3 Uhr morgens feiern. WTF. Du bist nicht der erste Promi hier, Verbrechensbekämpfer. Beim nächsten Mal ja vielleicht auf dem Günnstuhl. Erinnerst du Detektiv Rockford? Oh, ich erinnere. Erinnerst du Petula Clark? Anscheinend haben wir Glück, Superheld. Wie es aussieht, ist die Wache gerade pissen oder so. Geh durchs Tor nach hinten und finde einen Weg hinein. Heute nicht, Sir! Heute nicht! Bitte verpissen Sie sich oder ich prügel Sie ins Krankenhaus! Ich verprügel dich, bis meine Schicht vorbei ist! Nochmal kriegt ihr mich nicht. Diesmal habe ich Verstärkung. Zugriff! Ich habe ein gutes Gefühl bei der Sache. Hier kommt der Kohl. Ihr solltet die Wunden lieber gut abbinden. Jetzt setzt was. Du hast gerade einen Gesetzeshüter angegriffen. Ah. Physischer Schaden, das Beste. Schnappt ihn! Oh Gott, Arschlord hat sich gefickt. Ich bin wieder da. Ja, wo ist meine antiseptische Nasencreme? Immer wieder gerne! Diabetes-Time! Diabetes! Gute Nacht! Mach sie glatt! Glatt, glatt, was auch immer. Wehtun. Das könnte brennen. Ja, so was Cooles sieht man in Tierdokus nie. Hier kommt was. Da ist nur noch Matsch in der Birne. Ich war Siebtbester im Online-Kurs. Du bist also geliefert. Macht Spaß, die großen Wummen auszupacken. Nimm das! Das Spray der Gerechtigkeit. Dann mal los. Nimm das! Ja, wir könnten Freunde werden, wenn du aus dem Krankenhaus kommst. Also los. Wird gekunt.
Und das hier ist nur mein Nebenjob. Lass alle Waffen fallen, liegen oder stehen, Einbrecher. Hab ich vorm Spiegel geübt. Ich blute immer noch aus allen Löchern. Scheiße gelaufen, Neuer. Ein, zwei, vier, bitte. Ihr bittet vor das weitere Opfer. Hau rein, Neuer. Das läuft genau wie geplant. Bin ich schon am Zug? Okay. Augen zu, Kinder. Der Kuhn macht jetzt ein paar nicht jugendfreie Sachen. Das mit der nicht tödlichen Gewalt gilt auch für dich. Vorsicht, heiß! Oh, hey, das macht Spaß! Es gibt kein Entkommen vor Captain Diabetes. Ja! Endlich ist es vorbei, meine Hämorrhoiden melden sich. Okay, schnell, geh ans Telefon, hacke das System und deaktiviere es. Hallo, hier Jeff von Wolf Sicherheitstechnik, alles in Ordnung? Hallo, ja, tut mir leid, ich wohne hier und kann mich nicht an den Code für den Alarm erinnern. Schon okay, ja, haben Sie das Passwort für die Sicherheitsabfrage? Hören Sie mich? Einen Moment bitte. Ja klar, das habe ich hier irgendwo. Moment, verdammt, ich muss nur... Oh scheiße, falsche Schublade. Können Sie bitte kurz dranbleiben? Kein Problem, Sir. Alles in Ordnung? Einen Moment bitte. Haben Sie das Passwort vielleicht aufgeschrieben auf einem Notizblock oder so? Ja, irgendwo muss es ja sein. Moment, ich schau mal in dieser Schublade nach. Ich muss erstmal meine Brille suchen.
Hören Sie mich! Versuchen Sie es vielleicht mal mit meinem zweiten Vornamen. Okay, Sir, wir sehen uns jetzt einfach Ihr Konto an und erstellen ein neues Passwort für Sie. Bleiben Sie einfach in der Leitung. Lass dich von seiner gutbürgerlichen Fassade nicht täuschen. Das ist ein alter Trick. Erinnerst du Trapper Keeper? Klar, ich erinnere. Oh ja, fand ich toll. Ich erinnere. Erinnerst du? Erinnerst du Trapper Keeper? Klar, ich erinnere. Oh ja, fand ich toll. Ich erinnere. Erinnerst du den Angriff auf die Schule im letzten Spiel? Oh, ich erinnere, das war toll. Vorsicht bei dem, der ist ganz schön jähzornig. Wähl den richtigen Augenblick. Hey, wer bist du? Du kannst hier nicht einfach einbrechen. Jetzt, los, los, los! Hey, wer bist du? Du kannst... Hab ein Sicherheitssystem, weißt du? Einbrecher! Würgegriff! Super Arbeit, Held. Du weißt echt, wie der Hase läuft. Du verstehst genau, was wir tun und unterstützt uns dabei. Komm zu mir aufs Revier. Ich hab da was für dich. You
könnte ein paar Heldinnen gebrauchen. Asservatenkammerparty, wenn der Selbstjustizler einsetzt!